Hey Leute, was geht? Ihr seid bei JBCast TV und heute wollen wir, mit wir meine ich Milch und Papa, wollen wir unseren Weihnachtsbaum besorgen. Welches Auto nehmen wir denn? Du fährst doch bestimmt gerne Amelia, oder? Ja, eigentlich schon. Aber ist da genug Platz? Wir wollen ja keinen kleinen Baum besorgen, sondern schon einen großen, so die Größe oder so. Aber du wolltest Amelia fahren. Ja, aber da passt sie nicht rein und ich will sie nicht wieder raussaugen. Also, stimmt auch wieder. Amelia ist vielleicht blöd. Wie wär's, wenn wir M6 fahren? Weiß nicht. Letztes Jahr hatte der Baum da keine Nadeln mehr oder so. Stimmt. Ich erinnere mich. Keine Nadeln ist doof. Carbondach. Nee. Ja. Nee, machen wir nicht. Wir machen nicht das Auto kaputt. Ich glaube, ich hatte letztes Jahr gesagt, dass wir einen Pickup-Truck nehmen sollten. Also fahren wir doch mit dem Ram. Versuchen es mit dem. Weil ich glaube, von allen Autos, die wir haben, wäre das, glaube ich, das perfekte Auto für einen Weihnachtsbaum. Glaube ich auch. Also es geht ja wirklich jetzt darum herauszufinden, ist dieses Auto das perfekte Auto, um einen Weihnachtsbaum zu besorgen. Aber ich glaube, selbst hier haben wir ein Problem, weil ich glaube, die Ladefläche ist nicht groß genug für den Baum, den wir haben wollen. Ladefläche ist bei dem 2 Meter. 2 Meter? Ja, der Baum soll größer sein. Also wir reden ja schon so von 2,40 vielleicht. Also ja, da guckt halt ein bisschen hinten raus. Müssen wir uns irgendwas überlegen. Ja, und er sollte nicht zu breit sein. Hoffen wir mal, dass... Das würde noch blöder aussehen, wenn dann der Baum an sich okay ist, aber nur an der Spitze dann die Nadeln fehlen. Also hoffentlich geht das dann. Okay, also nicht so schnell fahren. Also ich wollte ja das Video eigentlich machen, als es so richtig schön Schneefall hatte. Ja, Kamera war alles bereit, wir waren bereit loszulegen. Aber dann hat eins meiner Objektive versagt. Und außerdem der Herr ja meinte, er wollte nicht im kompletten Schneefall nach einem Baum suchen. Er wollte nicht, wir müssen ja die Bäume sehen können und deswegen sollen sie nicht schneebedeckt sein. Ich finde, das ist Bullbieb. Und außerdem, so sieht es einfach nur traurig aus. Ja, also alles grau, leichter Nieselregen, also das wäre bei Schnee wirklich schöner gewesen. Müssen wir wieder Mundschutz tragen. Schließlich wollen wir... Jetzt beschlägt die Brille. Immer dasselbe bei Brillenträgern. Ja, und du jetzt auch. Ne, deine aufsetzen. Na klar. Immer schön brav. Unsere selber gemachten. Mhm. Ja, bei mir mit dem wütenden Mickey Maus. So, dann schauen wir mal. Also bislang sind lauter Pummelchen hier, keine schlanken Bäume. Ja, und die sind auch alle zu niedrig. Also wenn wir jetzt mal vergleichen, so von der Größe her, wenn du daneben stehst, ja, das ist so 1,80 Meter, ist also klein. Dann müssen wir da rüber gucken. bisschen groß und ein bisschen schlank. Ich weiß nicht, bisschen zu groß geraten, oder? Ich meine, die Größe hätten wir bei uns im Haus, aber ich glaube, wenn Mama da die Kugeln hinmachen möchte, braucht sie eine Leiter. Ja. Und ja. Zu breit, da ist zu wenig drauf. Mann, ey, Christbaum kaufen. Der da? Der da? Genau. Stell dir mal daneben. Da ist ein bisschen ein leerer Bereich direkt bei deinem Kopf. Das ist vielleicht ein bisschen doof. Macht doch nichts. Meinst du nicht? Nö. Kann man doch verlieben, oder? Hier ist ein bisschen wenig, aber macht nichts. Ich meine, wenn wir ihn so hinstellen, da ist er relativ voll. Naja, außer eine kleine Lücke da unten. Und die stehen irgendwie seltsam hoch, aber generell eigentlich okay. Merken wir uns den mal und schauen mal weiter. Nein, Spitze nicht schön, zu dick. Was mit dem da? Man, er hat keine sehr hochstehende Spitze, aber
Ansonsten, die Krone ist eigentlich sehr schön. Er ist relativ dicht, aber relativ schmal. Jetzt geht's in den Urwald. Siehst ja Weihnachten vor lauter Tannenbäumen nicht mehr. Ich glaube, ich stehe im Wald. Von draus vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, da sind keine kleinen Bäume. Hast du einen gefunden? Weiß nicht, was hältst du von dem? Ich meine, er hat die richtige Größe, definitiv. Er ist nicht zu breit, vor allem im Vergleich zu dir. Er ist relativ dicht, so wie ich sie mag. Also ich glaube, der gefällt mir. Der ist echt schön. Der Baum hat tatsächlich keine schlechte Seite. Das ist cool. Ja, würde ich sagen, nehmen wir den noch mit. Nehmen wir den? Ja, nehmen wir den. Cool, nehmen wir den. Soll ich den jetzt tragen oder was? Ja klar. So. Okay. Wo ist er denn? Oh, ich sehe die Kommentare schon. Da, Jochen, kann ich mal einen Weihnachtsbaum tragen. Ich habe entschieden, der Papa soll lieber tragen. Ja, andere Leute haben das Problem mit der Heckklappe, dass sie die meistens nicht zukriegen. Meiner Kombi ist noch das geeignetste dafür. Aber bei uns wird das wahrscheinlich auch nicht anders. Hä? Sagst nichts mehr. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere das perfekte Fahrzeug, um einen Christbaum zu transportieren. Oh, abgesehen von ein paar Zentimeter. Geht doch. Oh Mann, ich hatte schon echt Freude drauf, dass es hinten raushängt. Naja, aber die Ladefläche ist halt nicht nur lang, sie ist auch breit. Du, soll man das denn machen? Was denn? Ich wäre erschrocken. Ja, mit so einem Ram erlebt man schon so lustige Sachen. Ich war mal im Mäcki und bin an der Scheibe gesessen, am Essen gewesen, hab rausgeschaut und hab mein Auto gesehen und sah, dass die Bereitschaftspolizei kam vom Fußballspiel gerade. Die Jungs waren natürlich auch entsprechend ausgehungert und sind zum Mäcki gefahren dann. Und einer hat sich ja besonders für meinen Ram interessiert, weil dem halt wirklich gut gefallen hat auch. Und läuft so ums Auto rum und dann geht er so zur Fahrerscheibe und mit der Hand so an der Scheibe, damit es nicht spiegelt, schaut er in den Innenraum rein. Und in dem Moment habe ich dann von drinnen, vom Mäcki aus, mit dem Fernstart den Motor angelassen. In dem Moment, wo er gerade reinschaut in die Kabine. Der ist so erschrocken, der hat einen Satz rückwärts gemacht, weil er natürlich gesehen hat, dass keiner drin sitzt. Und dann habe ich rausgewunken und er hat mich gesehen und dann haben wir beide recht herzlich gelacht und bin dann auch raus und haben uns lange unterhalten. War total cool. Ja, ja. Die Geschichten mit einem Pickup-Truck. Da könnte man eine eigene Serie draus machen, glaube ich. Ja. Stories von der Straße. Ja, das wäre richtig interessant eigentlich. Es geht halt nichts über einen gescheiten, großen Hemi V8. So. Genau. Gut angekommen. Ja, hoffentlich. Schauen wir mal rein. Ja, ich glaube, der hat ein bisschen mehr Nadeln wie letztes Jahr. Nach dem kleinen Ding, was wir da gehabt haben. Ja, genau. Ja, da kommt der Nachbar. Da kommt der Nachbar. Ja, hallo, Herr Nachbar. Hallo, servus, Nachbar. Servus. Ich habe gerade einen Weihnachtsbaum besorgt da. Ja, schön, super. Ja, weißt du, soll ja. Ist ja Weihnachten. Es soll ja eigentlich Weihnachten sein, aber obwohl es sich nicht so anfühlt.
Hast du schon deinen? Nein, wir kaufen morgen Weihnachtsbaum. Okay, ich kann dir empfehlen, benutze nicht deinen Porsche, sondern den Ram. Weil im Ram wird er Nadeln haben und vom Porsche darf er da keine Nadeln haben. Sehr gute Idee. Das ist ja was. Tada! Ein Baum mit Nadeln. Der ist größer wie ich. Ja. Selten. Dann wünsche ich dir für morgen eine gute Christbaumkauffahrt. Dankeschön. Ja, hoffentlich kriegst du einen schönen. So, ich hoffe, ihr entschuldigt dieses. So, ich hoffe, ihr entschuldigt dieses bisschen andere Video wie sonst. Ich meine, es hat ein Auto drin, also denke ich, ist es okay. Nächste Woche gibt es wahrscheinlich dann ein Video, wenn das Wetter passt, mit Amelia. Und damit ihr das nicht verpasst, driftet doch eure Hand über den abonnierten Knopf, macht einen Burnout auf dem Like-Button. Sagt doch mal hinter der Kamera ciao. Ciao. Ich sehe euch im nächsten Video. Ciao.